Oder zu einem weiteren Video zum VfB Stuttgart. Und ja, am Dienstagabend wurde auf einmal die Bombe gedroppt. Okay, wir gehen rein. Hashtag SDR225, Hashtag MisslinTalk. Lange war Ungewissheit, was nun kommt, welcher Gast nun kommt. Und dann sitzt da einfach Sven Misslintat. Und dann, danach, um knapp 2.21 Uhr 21 morgens. Kam wie das längste Folge der SDR-Geschichte im Kasten ist. Auch die Kapitelmarken kamen noch hinterher auf Twitter. Ähm, über fünf Stunden. Die Premiere vom Podcast war am gestrigen Mittwoch ab 17 Uhr. Am Ende stehen hier fünf Stunden, 18 Minuten und 37 Sekunden Podcast mit Miss Macht gerade seinen Weg auf die 20.000 Aufru Aufrufe hin. Hoch verdient. Ich hoffe, da kommt noch viel, viel mehr. Und dann, wie gesagt, wie gesagt, nochmal zum Klarkommen. Da hockt sich ein misslin ein sven misslin zu Ricky und Sebastian in den Fan-Podcast zum VfB. Und das ist nicht nur kurz für eine Stunde, kurz als Gast, der ein paar Fragen beantwortet. Nee, der hockt da über fünf Stunden. Das ist, das ist krank, das ist ganz, ganz großes Kino. Und man lernt wirklich in diesen fünf Stunden, erfährt man alles über seinen Lebenslauf quasi bis hierhin. Das ist der helle Wahnsinn, das ist schon komplett reingezogen. Ihr macht das bitte auch ist unten natürlich verlinkt. Also nochmal ein Riesenlob für diesen Gast und für diesen Podcast. Und ich möchte es hier so ein bisschen verarbeiten, was da so passiert ist. Gleichermaßen natürlich den Jungs nichts nehmen, nichts an Inhalt nehmen, wie auch immer. Also wie gesagt, schaut es bei ihnen an. Allerdings muss man auch gleichermaßen sagen, dass der Zug mehr oder minder abgefahren ist. Also das, das interessanteste, die wildesten Sachen aus dem Podcast, wie auch immer, die brisantesten Themen findet man jetzt schon oder quasi als Live-Tiger quasi gab es ja schon während, äh, während dem Podcast, während der Premiere vom Podcast auf Twitter. Der Zug ist abgefahren. Also es sollte, glaube ich, in Ordnung gehen. Man muss generell sagen, das ist einfach Wahnsinn, wie gerne man da Miss zuhört und wie ruhig und clever der da hockt und da wirklich, wie gesagt, es war der länger als nur die fünf Stunden, er saß ja länger, also das ist da sechs, sieben Stunden gewesen sein er in dem Fan Podcast hockt, alles beantwortet, clever bleibt, das ist einfach krank. Und wie gesagt, das Ding hat seine Runden gemacht, vollkommen verdient und ich habe hier auch einen sehr sehr schönen Tweet gefunden aus den USA hockt einfach eine 94-jährige deutsche Oma da und schaut sich das Ding glückselig an, hört sich den Podcast glückselig an, ein richtig schönes Ding und auch geil, weil sie sagen ja oft oder sagen immer vom Podcast hier es hat keinen journalistischen Anspruch. Ich würde schon sagen, das ist schon ein sehr, sehr hohes Niveau. Also das kann, können Sie sich fast sparen, aber ich verstehe, warum sie es machen. Und nun hat sich wohl auch das Abendblatt HSV da durchgeklickt, zumindest mal durch den Podcast, durch die Timestamps vielleicht durchgeklickt und berichtet eben von dem, was Miss hat da auch gesagt hat, eben zum Stand äh, bei Joscha Wagnoman. Und nun halt, ne, was hat er gesagt? Nicht viel Neues. Er hat es ja auch schon bestätigt am Montag, dass da was dran ist. Aber eben weiterhin, man ist weit weg bei den Ablösemodalitäten. Es sieht aktuell nicht unbedingt danach aus, als würden sich diese Unterschiede da auflösen. Ich glaube, so hat er es formuliert. Ähm, laut der Bild, also nicht aus dem Podcast, laut der Bild hat der VfB dem HSV quasi bis Freitag ein Ultimatum gestellt, dass sie sich entscheiden sollen, was jetzt los ist. Wie gesagt, ich bleibe dabei. Wir sehen, wie es läuft. Aber wie gesagt, ich bleibe dabei. 7 Millionen brauchst du für den im Leben nicht ausgeben. Und dann schon das große Thema Vertragsverlängerung. Missionat hat ja bis 2023 noch einen Vertrag bei uns, noch ein Jahr Vertrag bei uns. Und er kann sich, so klang es durch, auf jeden Fall eine Verlängerung vorstellen, ist halt so ein bisschen an Dinge geknüpft im Sinne von, sein Weg soll halt beschützt sein. So, er will seine Kompetenzen haben, er will halt seine Arbeit tun können, ganz simpel, und auch so ein bisschen Schutzme Schutzmechanismen weiterhin haben, die er scheinbar hat. Und es klang auch so durch eben, dass er, dass er zum Beispiel so ein paar Mitsprachrechte hat. Im Sinne von Rino könnte nicht einfach von irgendwelchen anderen Leuten gefeuert werden, ohne dass er da quasi mitredet. Also dass so ein bisschen da Schutz da ist. Und wenn man wen holt, zum Beispiel einen Sportvorstand holt, quasi der dann hierarchisch übermisslend hat ist oder wie auch immer, äh, sollte der eben auch fähig sein. Also es klang so ein bisschen durch. Er will einfach Fähigkeit bei sich haben, er will Leute haben, die was drauf haben, die auch dann, wenn sie eben kommen, gleich viel oder mehr drauf haben wie eben Krücken und Rüd. Also mit dem Team scheint er schon sehr zufrieden zu sein. so. Und so hat er es formuliert auch, ist auch schöne Formulierung. Er ist nicht nur mit Haut und Haaren beim VfB, sondern eben mittlerweile auch mit Bauch. Das war so also ein bisschen ein Späßle von ihm in Richtung von diesen Jubelsprüngen, die wir gesehen haben bei ihm, wo der, der unten ein bisschen rausgeschaut hat. Einfach auch ein geiler Typ so. Ähm, ihm liegt bisher kein Angebot vor. Er könnte sich ein Jahr vorstellen. Er könnte sich wohl auch, so klang es auch durch, auch zwei Jahre vorstellen. Weil ich glaube, auch letztes Mal, als er verlängert wurde, waren es zwei Jahre. Und aktuell hängt es schlicht und ergreifend, so klang es durch. Einfach ein bisschen an Alexander Werle, kann man glaube ich so, aus, so sagen. Äh, der ist ja jetzt auch erst seit kurzem da, ein Anführungszeichen, und möchte sich eben noch ein besseres Bild machen von der Arbeit von hat möchte eben auch vor allem sehen, was Missendat jetzt für ein Transferfenster macht, ist irgendwo legitim, wie gesagt, äh, ist jetzt erst kürzer da, will sich ein Bild machen und so irgendwie, aber was, wo man als Fan auch. Ja, einfach drüber lachen kann, über drüber lachen muss, fast irgendwie, weil Missed hat es bewiesen. Und dazu hast du eben bei Werle diese Vergangenheit aus Köln, der war von 2013 bis 2022 in Köln. Also auch zu Zeiten, wo man Fee geholt hat, Held geholt hat, History geholt hat. Also bitte. Also wenn man das mal ein bisschen vergleicht sollte, glaube ich, das Bild, was sich da gemacht wird, Recht klar sein. Da ist Misetat schon nochmal ein anderes Kaliber. Er muss eben jetzt erstmal abwarten, was die neuen Vorstände entscheiden. Wie gesagt, ich sage, ich finde es legitim, ist okay, schaut drauf, aber bleibt da, auch, bleibt da auch selbst sehr positiv so. Wenn da nichts Dramatisches passiert, wird äh, Sven das hoffentlich verlängern und er sagt auch selbst, es gibt keinen Anlass zur Panik für die VfB-Fans. Und nur noch zwei, drei Stichpunkte, die ich mir gemacht habe, so beim, beim Anhören. Äh, einmal ein schöner Spruch von ihm beim Thema Immobile als Lewandowski-Ersatz damals beim BVB. Kam dieser Spruch, Nachfolger von Lewandowski macht mal gar keinen Spaß, auch für Sascha nicht, war so ein bisschen der spaßige Spruch. Ich gehe nicht davon aus, dass er, dass er jetzt zu München wechselt. So sieht es ja gerade nicht aus. Aber der weiß ja schon, wie man da auch ein bisschen mit den Gerüchten spielen kann. Der hat da, glaube ich, auch schon seinen Spaß da dran. Ähm, es waren dreieinhalb Millionen. Für Fahr hier, also keine viereinhalb, keine fünf Millionen, die da die Bild oft berichtet. Anton hat sich dabei komplett committed in Gesprächen und so weiter, eben auch was die Zukunft angeht und eben auch zum Thema, was er bestimmt auch irgendwie Präsenz war, Thema Abschied und so Geschichten. Er hat gesagt, ist mir egal, wo ihr spielt, ich bin euer Mann, finde ich sehr geile Aussage. Und ein schöner Spruch vermissen hat zum Thema äh, Endo, nämlich Endo spielt so lange wie Hasebe für uns, der ja auch bei Frankfurt da jetzt schon gefühlt auf die 40 zugeht, übertrieben gesagt. Das auch ein sehr, sehr geiler Spruch. Dazu interessant, er hatte Rino wohl schon mal auf dem Zettel für den BVB 2, nämlich damals, als Rino noch in Nürnberg tätig war. Zwei Transferdinger gibt es noch dazu, die jetzt auch nichts Neues sind. Mamusch kommt nicht. So, das ist entweder Wolfsburg oder England. Mola hat Heimweh und könnte wechseln. Man hält viel von ihm. Aber man würde ihm wohl jetzt auch keine Steine in den Weg legen. Ne? Mit nach den Jahren, mit den Verletzungen und so weiter, gehe ich da auch vollkommen in Ordnung mit. Bei Castro spricht da vielen Fans so ein bisschen aus der Seele, geht das so ein bisschen in diese Richtung von ja, Lieder, hm, ist was anderes, vielleicht doch eher ein bisschen Mitläufer, hat das so nicht geäußert, klar, aber so durch die Blume eher Mitläufer, kein Riesenverlust, weil das Thema wird auch nochmal kurz aufgemacht, das spricht da ja, glaube ich vielen Fans aus der Seele. Ähm, und bei möglichen Abgängen von Sosa und Sascha soll es natürlich im besten Fall so laufen, dass danach noch genug Zeit zum Handeln ist, da klang so ein bisschen durch, dass das Anfang August schön wäre, wenn es da schon durch wäre, das Thema. Mal gucken, wie das ist. Und in Sachen Suche, auch nichts Neues, aber auch nochmal so eine Aussage: Ein gelernter Innenverteidiger wird gesucht ähm, und eben was für die rechte Verteidigungsseite. Das war natürlich nicht alles. Wie gesagt, über fünf Stunden das Ding, hört es euch komplett an. Und zum Ende sagt Miss hat dann halt einfach auch nochmal, dass es kurzweilig war für ihn. Nach sechs, sieben Stunden sagt er, es war kurzweilig für ihn. Verteilt noch Lob an die Jungs vom STR-Podcast, einfach alles, einfach, einfach wild, einfach wild, was da passiert ist. Und ich wüsste auch ehrlich nicht, bei, ob beim VfB oder ob in der Bundesliga generell, wer sich da hinhocken würde und das so machen würde, wie ein Missland hat, das ist einfach überragend. Und um noch kurz beim STR-Podcast zu bleiben, nächste Woche gibt es wieder einen Gast, vielleicht sogar zwei Gäste haben sie angeteasert und da hieß es, ja, vielleicht auch so ein bisschen lustig gemeint, aber es hieß mindestens genauso hochkarätig. Also sind wir mal gespannt. Lasst mir gerne eure Meinung zum Podcast in den Kommentaren da. Wie weit Zeit ihr habt schon durchgehört, das Ding? Und eben, was habt ihr vielleicht auch rausgehört, was vielleicht noch nicht so unbedingt die Runde gemacht hat, aber vielleicht doch interessant ist aus eurer Sicht. Bedanke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.